Hallo und herzlich willkommen bei Bananenbrot TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir haben heute was ganz, ganz Leckeres für euch. Wir machen heute Baklava. Ich freue mich total darauf. Ich weiß, liebe Leute, es ist Fastenzeit und ja, ich verzichte auf etwas in der Fastenzeit. Ich verzichte auf gesundes Essen. Hä? Wir wissen alle, dass Baklava nicht gerade das gesündeste Essen ist, was man essen kann. Ist es ja auch nicht. Ist eine Süßspeise und ich finde das so geil. Ich liebe es. Ich liebe wirklich Baklava und es ist so einfach, das vegan zu machen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wie einfach das ist, das zeigen wir euch nämlich jetzt. Und als allererstes zeigen wir euch die Zutaten, die wir dafür brauchen. Das sind ein paar, aber es wird geil. Für die Baklava brauchen wir geschmolzene Pflanzenmargarine, Wasser, Filoteig oder Jufka-Teig, Zucker, gemahlene Nüsse, gemahlene Pistazien, gehackte Pistazien zum Dekorieren, etwas Zitronensaft, Rosenwasser und Agavendicksaft. So, jetzt wisst ihr schon mal, was wir dafür brauchen. Das hört sich doch wohl echt gut an und das wird spektakulär. Und wir fangen als erstes mit dem Zuckersirup an, weil der muss ein bisschen kochen und das machen wir drüben am Herd und dafür brauchen wir einfach nur ein paar Zutaten, Wasser, Zucker, Zitronensaft und Rosenwasser. Das machen wir drüben. So, für den Zuckersirup, ja, geben wir den Zucker in den Topf, rein damit, Wasser dazu. Und das muss jetzt erstmal aufkochen. Wenn das dann kocht, dann müsst ihr immer schön weiter rühren dabei. Zitronensaft dazugeben. Und das alles jetzt für circa 10 Minuten köcheln lassen. Auf niedriger Flamme. Ihr könnt auch schon das Rosenwasser dazugeben. So. Und dann die Hitze reduzieren. Circa 10 Minuten köcheln lassen und in der Zeit, wo das köchelt, gehen wir rüber und machen schon mal den Filoteig fertig fürs Baklava. Also, so, was müssen wir als nächstes machen? Als nächstes müssen wir uns den Filoteig in die richtige Größe schneiden für unsere Form. Ich habe hier eine kleine Form, das reicht. Brinchen, nicht jaulen, du kriegst auch dein Baklava. Ich mache heute nur eine kleine Form. Nur ein kleiner Insider hier. Also, das hier ist unser toller Filoteig. Ich finde den total klasse. Ich habe aber ein bisschen Bammel davor. Weil der so dünn ist, das seht ihr jetzt hier. Dann lege ich jetzt einfach hier drauf. Aus dem Betttuch. Ja, sieht aus wie ein Betttuch, oder? Fast wie Pergamentpapier. Und das fühlt sich auch so, ja, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Wie ganz, ganz dünnes Papier. Bettwäsche gekauft. Mhm, Filoteig. So, genug geschnackt. Jetzt müssen wir schneiden. Ungefähr die Größe von eurer Form sollte das haben. Ich lege das jetzt hier drauf. So. Und dann nehme ich mir ein scharfes Messer. Oh, das kann ich schon runternehmen. So. Das ist das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Das hier packe ich jetzt schnell wieder zusammen, damit das nicht austrocknet. Gekaufter Filoteig ist sowieso an sich etwas trockener. Man kann den auch selber machen. Das möchte ich aber nicht. Das sage ich ganz ehrlich, da bin ich zu faul zu, weil das ist echt Arbeit. Also warum sollte man es sich nicht auch einfach mal einfach machen? Wir fangen direkt an, denn jetzt wird hier gearbeitet. Wir brauchen die Pflanzenmargarine. Da habe ich Pflanzenbutter genommen, die gute von Alsan, die mag ich am liebsten. Ihr könnt natürlich jede andere nehmen, die ihr mögt. Das bleibt euch überlassen. Und jetzt geht's los. Wir fangen an, ein bisschen von dem Fett hier in die Form zu geben. So, immer so ein bisschen einmal einpinseln. Dann legen wir das erste Blatt rein. Schön hier reinlegen, dass es genau passt. Und noch eins. Immer zwei Blätter übereinander legen und dann wieder mit ein bisschen Pflanzenmargarine bepinseln.
Diesen Vorgang macht ihr jetzt ungefähr so lange, bis ihr die Hälfte des Teiges aufgebraucht habt. So, wenn ihr dann die Hälfte ungefähr von den Teigblättern geschichtet habt, dann kommt jetzt schon die Nussfüllung da drauf. Füllung hört sich gut an, eigentlich ist es ja nur eine Nussmischung. Also, nehmt ihr hier die Nüsse, einfach schön ordentlich da drauf verteilen. So, da braucht ihr nicht so sparsam sein. So, jetzt kommen dann noch die gehackten Pistazien dazu. So, das reicht. Als nächstes kommt wieder zwei Blätter hiervon und dann wieder Pflanzenbutter drauf. Zwei Blätter, Pflanzenbutter, Blutter, Blub. Sprachenlernen, Bubble. Butter, den gleichen Vorgang wie vorhin. So, wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann habt ihr noch eine Schicht, eventuell, oder zwei Schichten. Die kommt auch noch oben drüber. Nochmal alles schön andrücken hier. Und dann könnt ihr das auch schon schneiden und ein bisschen in Form bringen. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen an dieser ganzen Sache, dass ich jetzt in der Form schneide. Das finde ich so ein bisschen blöde. Aber es geht leider nicht anders. Die Messer sind gewetzt. Da könnt ihr das jetzt schneiden, wie ihr möchtet. Es gibt ja welche, die können das so richtig schön in Rauten schneiden. Ich kann das nicht. Ich bin da total talentfrei. Deswegen schneide ich jetzt einfach kleine Quadrate. Ich hoffe, die werden quadratisch. So, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist das so ein bisschen in Form zupfen. Also nicht zupfen, stutzen. Stopfen. Also schön in Form machen. Einfach mal zugucken, mal eben hier. Einfach die Ränder so ein bisschen reindrücken. So. Und wenn ihr die dann schön in Form gebracht habt, dann kommt zum Schluss jetzt nochmal ordentlich Pflanzenmargarine. Und das Ganze kommt dann für 25 bis 30 Minuten ungefähr in den Ofen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann sehen wir uns gleich wieder. In der Zwischenzeit kühlt da hinten unser Sirup ab. Genau. Und wir sehen uns einfach gleich wieder für den nächsten Step, weil das ist noch nicht fertig. Baklava ist aus dem Ofen raus. Aus dem Ofen raus. Ich habe Baklava aus dem Ofen genommen für euch. Schaut mal, so sieht es aus dem Ofen aus. Aber es ist ja noch nicht fertig. Wir müssen jetzt noch was machen, ne? Da muss ja jetzt noch der Sirup drüber. So, und ich habe ja vorhin gesagt, dass wir auch Agavendicksaft brauchen. Ja, der kommt jetzt zum Schluss in den Sirup rein. Das schütte ich jetzt dabei und verrühre das alles einfach noch mal ganz schnell. So, einfach ein bisschen miteinander verrühren. Jetzt kommt nämlich das, was das Heftigste ist. Jetzt kommt der Guss darüber. Der Sirup, das ist ja das, was das alles so zucker süß macht. Das könnt ihr einfach dann so darüber laufen lassen. Ich fange hier so am Rand an. So, da braucht ihr jetzt auch gar nicht sparsam sein, ne? Das ist ja das, was das alles so lecker köstlich macht. So, eigentlich müsste das jetzt noch ein bisschen ziehen, aber ich möchte den Geschmackstest für euch machen. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach ein Tellerchen und nehme schon mal eins daraus. Dann könnt ihr auch sehen, wie das von innen aussieht. So. Ich schiebe das hier mal an die Seite. Ein bisschen hiervon drüber machen. So, oh, das knuspert schon. Hört sich an wie Hagelschlag. Die Pistazien, die könnt ihr dann da nehmen und dann so richtig schön da drüber streuen. Dann sieht das richtig genial aus. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich das erst noch ein bisschen
ziehen lassen möchte. Und ich möchte jetzt hier zum Ende kommen und das für euch probieren. Da bin ich nämlich scharf drauf und auf nichts anderes. Wie ihr sehen könnt, sind die Schichten hier richtig schön aufgegangen. Dann kann ihr richtig sehen, die einzelnen Blätter. Und darunter die Füllung und dann die feste Schicht. Mmh, genial. Und ich freue mich so dermaßen darauf, das jetzt zu probieren. Und dann hält Esther endlich mal die Klappe. Nein, jetzt hältst du die Schnauze! Es ist super, super lecker. Zuckersüß. Eine der süßesten Verführungen, die ich seit langem gegessen habe. Ich habe es so vermisst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es ist so simpel zu veganisieren. Und wie es geht, habt ihr ja jetzt gesehen. Es ist so einfach, meine Finger kleben. Und hier unten haben wir noch ein anderes Video für euch und noch eine super tolle Playlist mit ein paar leckeren Backrezepten. Schaut rein und in der Mitte ist der Abonnier-Button nicht vergessen zu drücken. Und wir sagen einfach nur noch Ciao mit V Bananenbrot TV.